Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 26. Und die Einsendungen waren an der Stelle wieder ganz, ganz gut. Ich würde ganz kurz eine Sache auch vorweg sagen, bevor wir anfangen. Und zwar habe ich letztens gelesen, dass ihr wolltet, beziehungsweise ein paar wollten, dass ich Teams nehme. Ich sag mal so, schlechtere Teams, die ich quasi präsentiere, weil in letzter Zeit Teams kamen, die gut waren, mehr oder weniger, und ich wenig ändern musste. Da gebe ich euch zwar recht, aber es ist wegen den Einsendungen. Also mich freut es wirklich. Ich bekomme kaum schlechte Teams in Ausrufezeichen, sodass ich da wirklich komplett was ändern muss. Und außerdem, wenn die Einsendung selbst ja zufällig ausgeht, heißt, Shoutout an euch. Also wirklich, Shoutout an euch. Eure Einsendungen werden immer und immer und immer besser. Aber ganz klar, wie gesagt, ich achte natürlich drauf. Wenn also quasi ein Team ist, was so schlecht ist und so weiter und so fort, wenn es drankommt, dann nehme ich es natürlich mit dran. Kein Thema. Es ist, wie gesagt, ich will nicht sagen, es liegt in euren Händen, weil es freut mich umso mehr, wenn die Teams so gut sind. Aber im Endeffekt, genau, zählt es ist es von den Einsendungen abhängig. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, anyway, so viel dazu. Dann würde ich sagen, wir legen mal von den Teams mit dieser Woche los. Und zwar das erste Team ist von Keim. Keim, lieben Dank an die Einsendung an der Stelle. Wir haben hier ein Universe Survival Saga Team. Richtig, genau, mit Jiren als Leader. Jeder Charakter entspricht dem Leader Skill. Ja, auch wenn Ultimate Gore nicht zu der Kategorie Universe Survival Saga gehört, aber zum Strength Leader Skill von Jiren. Diesen gibt er Strength Types Key plus 3 auf 400 50%. Daher stimmt das an der Stelle. Alle Charaktere sind Max Awake, Max Level. Ja, richtig. Also dem Leader Skill entsprechend. Dementsprechend gibt es schon mal 8 von 10 Punkten. Wenn wir mal ganz kurz die Charakterliste ansehen, dann haben wir hier natürlich nur den Pool von den Universe Survival Saga Charakteren. Und das will ich auch so lassen. Also das Team kann man auf jeden Fall so spielen. Aber eine Sache würde ich da noch gerne hinzufügen, beziehungsweise etwas für eine Rotation sagen. Nämlich, ich würde auf jeden Fall Jiren und Dispo in einer Rotation lassen. Warum? Sie teilen sich 5 ganze Linkskills, geben sich Overall Attack plus 50%, Key plus 5 und verringern die Verteilung des Gegners durch Infighter zusätzlich um 10%. In der anderen Rotation würde ich Super Saiyan Blue Evolution Vegeta lassen mit Caulifla. Denn sie teilen sich Attack, beziehungsweise geben sich durch die Linkskills, teilen sich 4 Linkskills, geben sich dadurch Attack plus 20% und Key plus 5. Mit Super Saiyan 2 Kale haben wir hier an der Stelle eine Supporterin für das Universe Survival Saga Team. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Sie würde ich auf jeden Fall drin lassen. Die Frage ist jedoch, wir kennen ja Califlas Passive. Sie bekommt, je mehr Universe Survival Charaktere im Team sind, desto höher wird ihr Boost. Maximums Angriff 80% und Dodge 60%, richtig. Und hier stellt sich die Frage, warum sollten wir aus der Charakterliste nicht einen weiteren Universe Survival Saga Charakter nehmen, statt Ultimate Gohan? Die Antwort ist folgende. Caulifla, also wenn wir speziell auf Caulifla absehen, Caulifla braucht nur 4 andere, beziehungsweise mit ihr selbst 3 andere, insgesamt 4 andere Universe Survival Saga Charaktere im Team, damit sie ihren Maximum Boost bekommt von 80% auf den Angriff und 60% Dodge und gut ist. Das haben wir hier schon, auch ohne Ultimate Gohan. Aber das ist nicht der Hauptzweck. Ultimate Gohan würde ich auf jeden Fall drin lassen in dem Setup, also du hast nicht falsch gemacht, weil er bekommt zum einen den Leader Skill, er gehört zum Team, aber er dient als guter Supporter, als guter Zeit als Supporter. Er gibt für die Super Types 50% auf die Verteidigung, aber darum geht es mir in dem Fall auch nicht, sondern mehr um seine Link-Skills. Denn wie ihr merkt, fehlt in der zweiten Rotation mit Vegeta 4's Battle. Wenn Ultimate Gohan reinkommt, gibt er Vegeta noch zusätzlich 4's Battle zum einen. Wenn Ultimate Gohan in die Rotation mit Jiren und Dispo kommt, gibt er ihm zusätzlich noch Shocking Speed und Infighter. Also Ultimate Gohan würde ich an der Stelle so machen, das würde ich so lassen, heißt, du hast am Team alles richtig gemacht, gibt es noch einen extra Punkt dafür drauf und wir werden hier an der Stelle bei 9 von 10 Punkten. So viel dazu, das nächste Team ist von Kidesu, lieben Dank für die Einsendung an der Stelle. Hashtag Team Osoro, bin für alle Verbesserungen offen, alles klar. Wir haben hier ein Dream of Gods Team, alle Charaktere entsprechen dem Leader Skill. Ja, das tun sie, 6 von 10 Punkte, Max Level, Max Awake, richtig, 8 von 10 Punkten an der Stelle. Wenn wir uns aber die Charakterliste ansehen, dann würde ich an dem Team etwas ändern. Nämlich, ich würde auf jeden Fall erstmal hierher gehen und mir Zamasu und Kaioken Goku Blue ins Visier nehmen. Warum? Denn ich würde auf jeden Fall Ultra Instinct Goku mit Tech Vegito Blue in einer Rotation lassen. Sie linken sich sehr, sehr gut. Sie bekommen ihre Key, machen ihren Schaden, sage ich mal. Sie bekommen ihre Linkskills durch. Also mit 3 Linkskills sind sie da gut gedeckt, sagen wir es so, in der Rotation. Sowohl als Key als auch Angriff durch 4's Battle. In der anderen Rotation haben wir Rosé und Fusion Zamasu, würde ich so lassen. Teilen sich 5 Linkskills. Solange wir Fusion Zamasu von den Heroes fernhalten, gibt auch ihnen auch keinen Debuff, deswegen passt es an der Stelle. Aber ich würde Strength Zamasu raustun und Kaioken Goku Blue für Int Whis. Int Whis ist hier ein Supporter an der Stelle, gibt Key plus 2, Attack und F 20%, ist ein super Rotationscharakter, den lassen wir drinnen. Kaioken Goku Blue raustun
Also ich habe jetzt Whis reingetan für Strength Zamasu, weil wir brauchen Strength Zamasu in der Konstellation nicht. Wir haben unsere zwei festen Rotationen, da ist ein Support der Beste geeignet. Und Kyogre Blue tue ich raus. Kyogre Blue eigentlich auch ein guter Rotationscharakter in Sachen Ki. In dem Setup brauche ich, wenn ich unbedingt Ki, ja, Ultra Instinct, Goku, Vegeta Blue geben sich unter anderem Over der Flash, Ki plus 3 sind ausgesorgt und Rosé und Zamasu, müssen wir nicht drüber diskutieren. Linkskills teilen sich 5 Skills, 5 Linkskills, Rosé durch die Passive gibt Ki plus 3, die haben keinerlei Ki-Probleme. Deswegen habe ich mich für Godku entschieden, denn Godku ist individuell stärker als Goku Blue, gibt aber, wenn er als Rotationscharakter reinkommt, gewisse Linkskills für die andere Rotation. Zum Beispiel ist er ein sehr guter Buddy, wissen wir, für Ultra Instinct Goku, aber auch für Tech Vegeta Blue ist er an der Stelle ein guter Buddy, denn er hat auch Over the Flash und Warrior Gods und Fierce Battle zum Beispiel. Aber auch für Rosé gibt er beispielsweise zusätzlich zu den 5 Linkskills mit Fusion Zamasu noch Super Saiyan und für Fusion Zamasu gibt man noch zusätzlich Godly Power. Also an der Stelle würde das Team so aussehen und diese Änderung würde ich hier machen. Team Nummer 3 ist von Next Subarashi. Lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Team Osiru, das ist mein Hybrid Saiyan Kategorie Team. Ich bin gerade dabei, den Trunks und den Future Gohan zu erwecken. Der Guilty Gohan ist drin, weil ich in Zukunft auf jeden Fall Extreme Saiyan Awakening machen will. Alles klar, dann gucken wir uns das Team an. Wir haben ein Hybrid Saiyan Team. Alle Charaktere gehören dieser Kategorie an. 6 von 10 Punkten. Jedoch sind alle Charaktere weder Max Level noch Max Awake. Also bleibt es von 6 von 10 Punkten. Bevor ich überhaupt hier weitermache, ist, wenn du, also ich habe, so wie ich es verstanden habe, willst du auf jeden Fall den Super Saiyan Gohan auf jeden Fall Extreme Sea Awaken und ihn dann auch nutzen im Team. Deswegen werde ich ihn mal so lassen und ein bisschen Fokus auf ihn legen. Aber Trunks und Gohan, Future Gohan kannst du erwecken, aber ich würde sie nicht in das Team packen, um ehrlich zu sein. Sie sind dafür, sind sehr, sehr outdated und ich denke, du hast bessere Charaktere, beziehungsweise wenn wir uns die Charakterliste ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall bessere Charaktere und ich sage dir auf jeden Fall schon mal, wie ich das Ganze halten würde. Nämlich, wie gesagt, wenn wir den Fokus auf Super Saiyan Gohan setzen, beziehungsweise wenn wir davon ausgehen, dass du in Extreme Z awakes, dann würde ich folgende Änderung machen. Ich würde auf jeden Fall in der ersten Rotation, zuallererst, wie gesagt, hauen wir in Trunks raus und Future Gohan raus. Ganz sicher tun wir erstmal rein, du siehst schon oben, ich werde auf die Charaktere unten noch zu sprechen kommen. Wir tun Gotenks rein. Gotenks gehst du erst rein, tust du ihn erwecken und dann lässt du ihn in einer Rotation mit Ultimate Gohan. Sie teilen sich 3 Linkskills, Shocking Speed, Saiyan Lineage und Fierce Battle. Sind auch auf jeden Fall abgedeckt. Andere Rotation hatten wir Super Saiyan 3 Gotenks mit Super Saiyan C-Tanks. 4 Rotationen, alles gut, alles in Ordnung. Sie brauchen auch nicht mehr Support. Aber an der anderen Stelle dann, wenn wir, wie gesagt, wenn du deinen Gohan Extreme Z awakest, dann wäre es gut, wenn dieser Extreme Z Gohan noch einen Support bekommt, beziehungsweise einen guten Buddy. Denn du siehst schon, mit den Resten des Teams linkt er sich nicht so gut. Aber sobald wir Super Saiyan 2 Gohan reintun, er ist ja auch ein Supporter, er gibt auch Agility und Strength Charakteren. Also hätte er auch Ultimate Gohan und Gotenks am Boost. Gotenks leider nicht, sobald dieser Super Saiyan 2 Gohan in die Rotation kommt. Aber für Super Saiyan Gohan, also für den du Extreme Z erwecken willst, gibt er da 5 ganze Link-Skills. Dementsprechend würde ich das Ganze so ändern. Ich würde aber dennoch trotzdem Ultimate Gohan und Gotenks in eine Rotation lassen und die anderen Gotenks, Super Saiyan 3 und Super Saiyan Gotenks auch. Wie gesagt, wenn du ihn Extreme Z Awaked hast, kannst du ihn auf jeden Fall in eine Rotation lassen. Dann würde ich aber eventuell wirklich eigentlich ihn mit Super Saiyan 2 Gohan, den Supporter, mit dem er 5 Linkskills teilt, in eine Rotation lassen, weil mit dem anderen Team gibt es nicht so gute Linkskills. Aber warum sind jetzt da unten Trunks und Goten? Weil solange du diesen Dude nicht Extreme Z-Awaken kannst, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das zurückkommt, wir wissen es nämlich nicht, würde ich dir empfehlen, wenn du das machen kannst, beziehungsweise wenn du, wenn du das machen magst, dann würde ich dir empfehlen, diesen Super Saiyan Gohan und Super Saiyan 2 Gohan rauszutun und Trunks und Goten rein, denn du siehst, sie teilen sich 6 ganze Linkskills. Du kannst entweder in eine Rotation lassen und kannst dann Ultimate Gohan rausrutieren oder Gotenks, oder du lässt einfach die 2 Rotation und oder Ultimate Gohan Rotation, wie du magst. Also da hast du quasi mehr oder weniger freie Wahl. Hast halt keinen Support in dem Team, aber ein Supporter ist nicht immer ein Muss. In einem Charakterpool ist kein weiterer Supporter, der das Ganze abdeckt. Deswegen, wie gesagt, wenn das Extreme Z-Awakening von Gohan noch nicht online ist und du ihn nicht zwingend spielen willst, dann würde ich eigentlich eher Goten und Trunks reintun. Wenn nicht, dann würde ich Super Saiyan 2 Gohan und Gohan, Super Saiyan, die ganzen Gohan, also sind hier legit 3 Gohans und 3 Gotenks, also da werde ich gleich verrückt. würde ich eben die 2 quasi in eine Rotation halten, beziehungsweise kannst du das dann machen, wenn du den Extreme Z erweckt hast. Aber in Trunks und Future Gohan an der Stelle raus, auf jeden Fall für Gotenks, den würde ich auf jeden Fall erwecken, Strength Gotenks, rein mit Ultimate Gohan in der Rotation zum Beispiel. Und dann hast du da, statt den anderen Trunks, würde ich dann den in Trunks für die Super Saiyan 2 Gohan reintun. Alles klar, und auf zum letzten Team für heute. Simon, lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Team Osiru, würde mich freuen, wenn du mir sagen könntest, ob man das so spielen kann. An der Stelle haben wir ein Pure Saiyans Team. Alles klar, jede Charakter gehört zur Kategorie. Richtig, 6 von 10 Punkte, also Max Awake, Max Level. Ja, sind wir schon mal bei 8 von 10 Punkten. Aber ich nehme ganz klar ins Visier den Free-to-Play Super Saiyan Goku.
und den Kaioken Goku, Super Saiyan Kaioken eventuell. Beziehungsweise schauen wir uns mal dafür die Charakterliste an, weil ich sehe hier gleich schon, da springt mir ein Rainbow Star entgegen. Auch wenn es Free-to-Play Kalifla ist, Super Saiyan 2, sie ist wirklich gut. In gewissen Umständen ist sie gut. Deine Kale ist auch fast auf 100%, auf 91%. Eigentlich würde ich, um ehrlich zu sein, von diesen beiden Charakteren Gebrauch machen. Es ist zwar, wenn wir uns den Graphen anschauen, ich werde gleich alles erklären. Es ist zwar kein Universe Survival Saga Team, weil wir wissen, Kalifla braucht Universe Survival Charaktere, damit sie ihre Passive bekommt. Dadurch kommt sie Maximum auf 80% Angriff. Sie bekommt pro Universe Survival Saga Charakter 20% auf den Angriff, Maximum 80. Bei Dodge ist das 15, Maximum 60. Aber es ist zwar kein, wie gesagt, Universe Survival Saga Team, es ist ein Pure Saiyan Team. Aber wir haben hier, wir brauchen nur mindestens 4 Universe Survival Charaktere. Oh my yeah! Ich bin noch total weg von den Gohan Gotenks und jetzt Universe, oh mein Gott. Konzentration. Und zwar, wir haben hier mindestens 4 Universe Survival Saga Charaktere. Heißt, ihre Passive wird auf das Maximum getriggert. Denn Super Saiyan Blue Evolution Vegeta ist in der Kategorie. Ultra Instinct Goku ebenso, Kalifla und Kale, boom, fertig. Also sie kommt auf ihren Max-Boost. Deswegen, da sie auf 100% sind bei dir beide, würde ich sie auf jeden Fall drin lassen. Machen Gebrauch davon. Kale gibt es da nur Universe Survival Charakteren Boost, das sind dann im Endeffekt nur Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, Ultra Instinct Goku, Kalifla und sie selbst. Heißt, Super Saiyan 4 Goku und Gotenks bekommen ihre Passive nicht. Aber da musst du eben Auge zudrücken, ich würde sie dennoch drin lassen. Rotation, wie du siehst, haben wir an der Stelle dann Super Saiyan Blue Evolution Vegeta mit Super Saiyan 4 Goku. Alles easy, teilen sich 3 links sind, alles ist gut. Gotenks und Ultra Instinct Goku würde ich in eine andere Rotation lassen. Sie teilen sich 4 links sind, reicht vollkommen aus. Und als Rotationscharakter hast du dann Kalifla und Kale. Die, wie gesagt, wenn sie reinkommen, Kalifla bringt dann natürlich gute links sind mit, so ist nicht. Ist auf jeden Fall ausgesorgt, beziehungsweise hilft sie den anderen Rotationen aus. Und Kale an der Stelle, wie gesagt, als Supporter für die Universe Survival Charaktere. Warum sind jetzt da trotzdem Goku Blue und Super Saiyan Bardock, wenn du dich dann trotzdem dagegen entscheidest, auch wenn die auf 100% sind und sagst, nee, ich will die beiden trotzdem nicht drin haben, würde ich dennoch auf jeden Fall diesen Free-to-Play-Goku und Super Saiyan Kaioken Goku raustun für Super Saiyan Blue Goku Strength und Super Saiyan Bardock. Warum Super Saiyan Bardock? Er ist ein Supporter, er ersetzt dann quasi mehr oder weniger Kale, gibt aber jeden Boost durch sein Passive. Und Super Saiyan Blue Goku ersetzt dann Logo Kalifla, gibt durch seine Linksins, wenn er reinkommt, ihn will es auch gut. Zum Beispiel Warrior Gods für Vegeta noch und. Also, er gibt da auch gute Links jetzt wie an der Stelle, wenn er als Rotationscharakter reinkommt für die andere Rotation. Also, so verloren ist er da nicht. Genau. So viel dazu. Am Ende war es ein bisschen wirklich verwirrend und chaotisch, weil ich, also, die ganze Zeit Gohan sagen, Gotenks und dann Universe Survival. Ich hoffe, ich kann das demnach trotzdem gut und verständlich rüberbringen. Wenn ja, gib den ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.